deine Minicam oder was? Ja, die habe ich schon mal dabei. Du hast gerade mal alle Moose-Fans, alle überhaupt die gerade mit Moose bei. So groß wie du bist, du schon auf. Wie groß ist das eigentlich? 2 schon? 1,96 mal besser. 96, Digga! Scheiße, Digga, Alter. Das ist mies, ne? Wenn, dann musst du die Zahlen umdrehen. 1,69. Ja, ja, so fast. Aber gut, Alter. Egal, ob so ein gutes Herz, Bruder. Ja, ach, jetzt, ich hab das Herz. Mein Herz schlägt nur für Money. Oder was? Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Roos. Das hier ist eine neue Folge von Was los? Bam! Eine Kraft. Eine von Kraftbefehls. Neue Mütze. Neuer Marke, meine ich. Chabos. Habe ich auch eine coole Mütze bekommen. Ich habe mich ja mit Kraft getroffen bei Universal in Berlin, als ich in Berlin war. Und ja, wir haben cool gesprochen, wir haben cool gelabert. Mein Gott, Alter, kriege ich nicht mehr unter Kontrolle. Warte. So, Freunde, wir haben ein cooles Gespräch gehabt bei Universal in Berlin. Es ist ein überdimensional, ihr wisst ja, Universal, du läufst ein, so, du denkst so, cheers, Lana Del Rey, das Mars, überall Goldplatten, dies Mars. Ist schon beeindruckend, auch wenn man immer dachte, ja, die Großen sind bald tot, es ist alles nur noch independent, alles ist nur noch Internet. Nein, Alter, das Gebäude steht immer noch. Und es ist fett, Alter. Ich habe mich getroffen, nicht nur mit Kraftbefehl, und zwar auch mit seinem Manager, Erfan, wo der schon dabei war, habe ich gedacht, Alter, was ist los? Lass mal labern, lass mal ein bisschen über das Business reden. Und wer dran bleibt, hat die Möglichkeit, aus dem Chabos-Shop von Kraftbefehl sich ein Teil auszusuchen, komplett egal was. Erfan hat mir gesagt, egal was, die Jungs haben gesagt, Roos, du suchst 3 Gewinner raus. Die vermittelt zu uns und die können aus dem Shop nehmen, was die wollen. Ne? Ein Teil sozusagen. Ja? Am Ende des Videos, natürlich, ihr müsst das Video gucken. Am Ende des Videos erkläre ich euch dann auf, wie. Ich mache richtig so Fernsehen-Move. Ihr müsst das zu Ende gucken und so. Guck das. Ansonsten, du weißt. Yes. Ach, hast du was gedrückt? Nö. Ja, jetzt hat uns irgendwie, egal, gehen wir nochmal runter. Ich war 8. 8, glaube ich, ist das, oder? Nee. 8, ich kenne. 6. Mach einfach irgendwie und dann mach 7 und dann machen wir 8. Komm, Alter, was ist das? Wer steigt jetzt ein? Tja. Ja. Ah, genau, let's go. Tja. Jetzt zeigst du mir mal, wo du gesigned bist, Digga. Ja. Komm, wir gucken, ob der Erfan da ist. Der Manager. Ja. Der Boss. Hallo, Sam. Hallo Bruder, wie geht's, Bruder? Alles klar, Bruder, ich hab dich vermisst, Bruder. Rudi, wie geht's dir, Silber, Mann? Komm, wir gehen mal rein, wir checken das aus. Okay, Dingens, was ich, also, wir wollen alle Rechner mitnehmen? Ja, also, alle goldenen, nee, alle Platten. Ist das i7? So, wir würden nur die i7-Dinger mitnehmen. Ja, perfekt. Ja, i5 und so ist mein Vorschuss, ist größer, Bruder. Ja. Komm, wir machen den Schwanzvergleich. Wo ist dieser Rammstein-Vertrag jetzt? Ha? Wo ist dieser? Zeig ihn dir. Der Rammstein-Vertrag, der ist oben. Habt ihr überhaupt genug Tickets da? Der ist oben im Tresor eingesperrt, eingeschlossen. Guck mal da. Demnächst. Hast du dein Bild schon gesehen? Ach so, ja. Ah. Hier, da bin ich. Bruder! Und hier ist die Abendabteilung auf jeden Fall. Das ist der Bereich von Neffi. Hat Neffi nicht auf. Ist auch, das ist zum ersten Mal, wo ich bei Universal war. Das war ich hier nicht, im Büro bei Neffi, wo er mich eingeladen hat. Komm mal, Mensch, muss euch einfach was sein. Komm, sei ciao, Mann. Der Bratte schläft noch. Der Bratte schläft noch. Muss heller machen. Das ist ein bisschen zu dunkel, ne? Mhm. Der Bratte, der schläft noch. Wir haben die Aslex haben übernommen in Universal. Der Bratte schläft bei Neffi im Büro einfach. Einfach so. Blurry. Das ist die Bestellung. So. Ah, das ist von Sigis Unplugged, genau. Ah, von Sigi? MTV Unplugged, ja. Sido. Ja, Sido ist schon, kann man sagen, Sido ist wichtig für dich gewesen für deine Karriere, weil du hast einen Fame aufgebaut, ne? so ein Monster-Ding gemacht. Und dann gab es so einen kleinen Stillstand, also du warst am Start, ja. Aber dann erst durch dieses Sido Feature Plus Video, das glaube ich explodiert. Ja, ne? Er hat mir auf jeden Fall in meiner Karriere geholfen. Also, aber er ist auch eine Person, denke ich, die jetzt neuen Artist, die gerade an den Start kommt, habe ich auch jetzt letztes Mal, ich verfolge ja so ein bisschen seine Videos. Ja. Er ist auf jeden Fall ein cooler Typ, er hilft immer neuen, frischen. Das habe ich auch das Gefühl, der macht immer hier und da, ja, auf doof, ohne ja, viel Papierkram, ohne Vertrag irgendwie, ja, ja. Ohne ich muss an dir verdienen, ja. Weißt du, was ich meine?
bringt dann die Leute an den Start und das respektiere ich auf jeden Fall. Nee, ist ein cooler Typ. Wie war das? Der ruft dich an und sagt, Digga, ich feier einfach, komm, lass mich. Ja, ich hab, mein Manager hat mich, glaube ich, angerufen und meinte, ey, der Siebert angerufen. Ich so, wie Siebert angerufen? Er meinte, ja, mach mal einen Song mit, mach mal, der will einen Song mit dir machen. Dann habe ich gesagt, okay, kein Thema, Alter, gerne, warum nicht? Ja. Das ist eine Größe und ja, das ist auf jeden Fall eine Person, mit der ich auch öfters zusammengearbeitet habe, jetzt 3 Mal, glaube ich, insgesamt. Ja, das passt auch, Sido und ja, du, ich finde, das passt. Aber ich habe in einer letzten Was-Los-Show, da hast du gerade dieses Split-Video rausgebracht, ja. Dieses Audi Audi Money Rich und ihr seid diese Söhne. Ja. Da habe ich in einem Video gesagt, da habe ich auch mit Erfan darüber gesprochen, da ich fand, auf diesen Remix-Dings passte Samy Deluxe nicht so da drauf. Also ich fand Samy durch Bomben-Rapper und alles, ne? Aber ich fand so Haftbefehl, also du als Haft, den ich so gehöre, das ja. Ist so Ausnahmezustand, bla bla, da passt nicht jeder Rapper neben dir. Hast ja. Du, wie fandest ja, du das? Also nicht nur, dass du, also du findest ihn persönlich natürlich cool, wahrscheinlich, das hättest du nicht drauf. Ja, also aber ich sag mal so, also der Song ist ja so ein wahnsinniger Song, so ein Größenwahn-Song. Saudi-Arabi und den holt man sich da. Die größten Rapper in Deutschland. Sido ist auf jeden Fall der meiste Kaufmann. Und Saudi, es geht um Patte, es geht um Geld machen, da holt man sich natürlich Sido und ja. Samy Deluxe. Samy Deluxe ist auf jeden Fall ein krasser Rapper. Ja, ja, klar, aber was hast du denn gesagt, Erfan? Komm mal, das ich hab dir ja gesagt. Ja, aber sehe ich gar nicht so wie du. Okay. Für mich ist einfach Samy. War meines Erachtens nach einer der stärksten Rapper, die Deutschland je hervorgebracht hat. So. Ja, das ist ja, nicht, das ist ja keine Frage, aber passen Sie das auf den Song gemacht haben, als wir den Song gemacht haben, haben die beim Hip-Hop oben getroffen. Ja, da haben sie sich das erste Mal kennengelernt. Ja. Und das ist natürlich auch eine gewisse Vergangenheit. Und das Ding ist, der Song hat uns dann irgendwann so an dieses ASD-Afro-Ding ein bisschen okay. Weißt du? Ja. Und dementsprechend habe ich mit ihm telefoniert und dann meinte ich, ey, probier aus. Dann habe ich ihm den Song, ich habe ihm den Song nicht geschickt, er ist dann zu Party ins Studio gegangen, hat sich den Song angehört. Und dann meinte ich, ich will unbedingt drauf. Weißt du? Und ich persönlich, er hat sogar die Strophe sogar 2-mal verändert. Weißt du? Und das war Samy normalerweise gar nicht. Okay. Ich finde, er passt stimmlich super drauf. Und findest du nicht? Nein, das will ich nicht sagen. Die Stimme, okay, also Mann, Samy ist gut. Nein, ich fand so, der hat einen coolen Flow ausgepackt. Ja. Aber, also ohne jetzt hier viel rumzuschleimen, aber Haft hat einen Ausnahmeflow da drauf. Also das ist das nicht ein Flow, den du immer hörst. Ja, 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 ja. Und der Sido hat noch voll geil mitgehalten, weil er auch diese asoziale, rotzige Stimme hat. So, ja. Ich bin jetzt Red Bull Rage, bla. Ja, 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 ja. Aber dann Samy war ein bisschen zu nett. Ja, so, weißt du, ich meine, so, der kam so, yo, hier, Hamburg, bla, viele Leute sagen, aber dass Sido da komplett untergeht, stimmlich einfach. Kann sein, ja gut. Ich will gar nicht so sehr ins Detail gehen. Ja. So, aber das war meine Meinung. Aber ich fand geil, dass ihr sagt... Ich fand beide krass und ich bedanke mich auf jeden Fall bei beiden, dass sie da mitgewirkt haben auf diesem wahnsinnigen Remix zu Saudi-Arabien. Sehr schnell abgeliefert. Aber ich fand krass, dass ihr so entschieden habt, ein Remix-Album zu machen und nicht das Album von Haft als Solo-Künstler so zu verbessern. Ja. Viele machen ja ohne Ende Features und du denkst dir so, warum kaufst du das Album dann noch? Ja. Ja, von, du bist ja kein, wo bist du noch Artist? Ja. Weißt du? Ja. Das war eine gute Entscheidung. Ja. Und so. Ihr wart so. Nee, aber das Ding ist auch, viele denken, ey, die haben Mondstrip drauf oder KIZ drauf. Gerade in einem Alkohol ein Interview abgegeben und dann meinen sie, ja, wieso ist der und der drauf? Das ist der Steiger, meinte das, glaube ich. So, und das Ding ist, da ist kein Feature drauf, was irgendwie so gezwungen ist. Ja. So, wir haben den Leuten eine Chance gegeben und die haben wirklich auf alle einen mega Part abgeliefert. Besonders zum Beispiel Material. Ja. So, KIZ. Erwartet man ja erstmal nicht. KIZ auch. Hast du den Part gehört? Nein, noch nicht. Guck mal, es war so. Bro, guck mal, Bro. Ich sag dir, Bro, sorry, Bro. Ich sag dir so. Ich schreibe Erfan den Manager bei Facebook. Ey, Bro, schick mir dieses Album von Haft. Bro, hör mal zu, ich schick das niemandem, es ist an der Lack und so. Yeah. Ich kann das niemandem schicken. Ich komm hier hin, treff mich mit Toxic und den anderen. Ja, Bro, hast du Album gehört, Killer? Ich so, ja, ich hab das Album nicht gehört. Ja, er hätte dir das geben müssen. Ja, Bro, nur weil ich nicht bei dieser Illus bin, Alter, schick mir das Album nicht. Ja, hier diese. Ja, Bro, wir sind jetzt bei den Illus. Aber ey, Bro, eine Frage, ne? Ey, ich muss sagen. Guck mal, wir reden immer über Gangster-Rap, wer war zuerst, Bushido das, jetzt ist Haft, bla bla bla. Ich würde sagen, eine andere Sache ist krass interessant. Da ist Haft auf jeden Fall der Erste. Alter, ich habe noch nie einen Rapper gesehen, der bei so vielen Majors gleichzeitig am Start ist irgendwie. Ihr seid da so über Todes vernetzt. Wie habt ihr das denn gemacht? Das ist doch der hier, oder? Erzähl doch kein bisschen. Oder ist das mehr so der hier? Keine Ahnung, die
die Leute kommen immer auf die Sachen, weißt du, du läufst einmal so. Hast du gesehen, wie der gelaufen ist? Der hat mit seinen Beinen eine 6 markiert. Ja, nein, aber ihr seid bei Universal, dann seid ihr, dann seid ihr bei 4 Artists, dann seid ihr bei Warner. Hey, was habt ihr noch vor? Lass noch einen Major für Rules übrig. Fehlt ja noch Sony, oder? Ja, macht er auch noch. Ja, Aslaks einbringen. Nee, dann bleiben wir gut. Das hat sich so ergeben. Die Leute sind einfach jetzt, guck mal, zum Beispiel. Die sind auf uns zugekommen. Richtig. Aber krass, dass sie das mitmachen. Hätte ich nicht gedacht so. Dass sie die Eier haben, so viel Geld dran zu nein, dass sie die Eier haben zu sagen, okay, guck mal, du bist bei Universal, aber wir machen dein Klamottending bei uns. Das, weil viele Labels sind doch ganz anders. Die sagen doch, ey Digga, früher hieß es, wenn du einen Dingensvertrag gemacht hast, wie heißt der Kram hier? Vertriebs. Texte. Verlag. Verlagsdeal. Wenn du früher Verlagsdeal hattest bei, keine Ahnung, Sony, ja, dann hast du schon schwer gehabt, bei Universal zu sein als Arzt. Da haben die immer gesagt, ah, wir hätten lieber alles bei uns und so. Nee, das war früher so. Nee, heute ist es richtig so, okay, du kriegst meinen Arm, du kriegst den rechten Arm, du kriegst meinen Fuß. Die Sache ist, die Leute sind auf uns zugekommen, nachdem wir bei Universal gesigned haben, war auf einmal Warner auch interessiert, eine Klamottenmarke mit uns zu machen. Und 4 Artists hat auf jeden Fall Bock gehabt, auf einmal mit uns Live-Geschäft zu machen. Ja, nicht nur 4 Artists, waren auch andere. Also Universal hat auf jeden Fall den bedeutenden Schritt gemacht, sind auf uns zugekommen und haben uns gesigned. So. Nach dieser Sache ist eine Kettenreaktion passiert. Ja, ja, klar. Die Majors waren wahrscheinlich vorsichtig vorher, um mit uns zu arbeiten. Verstehst du? Ja. Und nachdem Universal auf uns zugekommen ist und wir unterschrieben haben, dann haben die anderen gesagt, okay, da geht was. Guck mal, Universal, vielleicht haben die gesagt, wir sind Barbaren. Warum denn? Nur weil du so rumschreist immer? Ja, wollen wir uns arbeiten gegen vielleicht ein, zwei Geschichten wegen der Reinkultur oder ein, zwei negativen Sachen. Ey, ganz ehrlich, auf dem Weg nach Berlin haben wir noch ganz lange, weil ich war mit Matthias und auch Toxic bei Reinkultur am Start damals. Wir haben noch ganz lange geredet, also keiner von uns hat nur 1% gesagt, das ist deine Schuld gewesen. Ja. Nicht mal die Schuld der Leute, es war so ein Mix an Schuld damals. Das will ich dir gar nicht null anhängen, das war ja wirklich Organisationsfehler. Viele örtliche Veranstalter war das halt ein Problem. Ja gut, aber das haben die ja grundsätzlich mit Das ist ja immer so ein Rap-Ding. Aber ist das nicht so, dass man bei Universal Sign, dass die dann sagen, mach bei uns die Klamotten? Klar, das Angebot war ja natürlich da, mit der Tochtergesellschaft von Universal zusammenzuarbeiten. Bravo. Wir haben auch mit denen verhandelt, aber letzten Endes sind wir nicht zusammengekommen. So. Und die Person, die das jetzt bei Warner macht, macht wirklich einen spitzen Job. So. Letzten Endes hat das gut zusammengepasst. So. Ja. Und es ist auch nicht immer eine finanzielle Frage, sondern wirklich, klar, ist die Person schon, auch fähig? Fühlen die unsere Idee und so? Nee, ist die Person fähig umzusetzen? So. Und die Person, die das macht, die Anja Sofie, macht einen mega Job so bis dato. Und die hätten auch die Möglichkeit, einen Merch-Store oder so. Eigentlich. Aber ich denke mal so, wenn du dir denkst, als Künstler, du sitzt da, Mann, Alter, ey, ich habe gestern noch straßenmäßig Mucke gemacht mit Jones und so, jetzt wollen alle Majors in Deutschland was machen. Also muss ja richtig Money, die denken ja dick an Money. Denkt man sich da nicht eventuell, fuck, Alter, ich sollte doch das selbst machen. Da ist mehr Money drin. Wenn man so sieht, alle sind heiß auf einen. Nee, aber guck mal, ich habe doch noch ein Label. Ja gut, ich habe jetzt Künstler, die ich habe. Chilla Abdi, Wessel waren so, waren selbstständige Künstler, weil die waren alle, weil das Management macht Sinn von denen. Ja, weiß ich, genau. Und da hatte ich nicht so viel Verantwortung, aber ich bin jetzt selber bei Universal und mich selber managen, oder was heißt mich selber managen, also selber alles zu machen, weil mir viel zu anstrengend, weißt du? Ja. Dann ist man nicht mehr Künstler irgendwann, ne? Ja, genau. Und aus dem Grund, ich will jetzt neue Künstler an den Start bringen und ich muss mich um diese Künstler kümmern und da werde ich keinen Kopf mehr dazu haben, mich um meine eigenen Videos zum Beispiel, wie ich mein Video haben will. Verstehst du? Und da braucht man... Nenn mir mal einen Künstler, der independent geblieben ist die letzten 10 Jahre. Nach einem großen Erfolg. Das ist eigentlich sehr schwer. Niemand. Ich weiß nur, dass alle das so gemacht haben, wie du gesagt hast. Alle Großen haben Major gemacht und dann machen die selber. Bushido ist ja zum Beispiel auch seit ein paar Jahren, ich weiß gar nicht so, macht der selber, hat Vertrieb noch Major und so wahrscheinlich. Ist trotzdem bei Sony im Vertrieb. Ja gut, genau. Ja. Vertrieb. Irgendwann kannst du irgendwas... Digga, du kannst ja nicht wie Kelly Family machen. Der Vater von der Kelly Family hat ja immer damals gesagt, er würde sogar gerne die CD selbst in den Laden bringen, wenn es geht, weil er überall sparen wollte. Das kannst du ja nicht mehr machen. Aber... Das sind auch viele Punkte, die man auch nach außen auch gar nicht erkennt. Weißt du, wie viele Leute an einem Produkt arbeiten? Ja, aber da kommt Spotify, der Druck, sei es Spotify, sei es iTunes, was weiß ich. Da werden so viele Sachen gemacht. Das Büro an, da die Leute, die arbeiten. Das ist es ja. Da werden so viele Sachen geschraubt, wo aber man selber als kleines Label nicht fallen kann. Dass ich weiß, mit rein mitarbeitet. Ja, ja.
Aber macht dir das Haft nicht ein bisschen auch Schiss? Angst? Was? Du kommst mit dem Aufzug hier hoch, Platin, das, das, Lana Del Rey, das, das, Mars. Mhm. Und denkst du, tschüss. Warum? Ja, dass man Druck hat, abliefern muss. Nee, ich hab doch abgeliefert. Also, wenn jemand Angst haben müsste, dann wärst du die Börse. Weil die mir das Geld gegeben. Ja, klar, ja, klar. Ja, aber denkst du nicht manchmal, oh shit, Mann, ich verkauf den Shit, Alter. Nee. Das wird schon, Digga. Ich bin mir also zu. Nein, das glaube ich ja auch. Du hast ja nicht umsonst den Hype. Schlechter als letztes aber Album ist auf jeden Fall, was heißt schlechter? Also das letzte Album hat ich jetzt mittlerweile 28.000, 29.000 Mal verkauft. Super für mein drittes Album. Ja. So. 57.000 Singles. 57.000 Singles? Ja, Schabus. Also ich bin ein guter Dinger, Alter. Ich bin auch guter Dinger, aber ich meine, Mann, du hast ein iPhone 5 Hype, würden wir sagen. iPhone 6 Hype, klar. Aber trotzdem macht man sich da nicht Sorgen, sodass man denkt, Digga, wenn es du denn aber? Ja. Du machst dich doch selber kaputt. Warum? Ja, klar, ja. Was so. Bringt's denn, wenn ich meinen Kopf ficke? Ja, weil wenn man in den Bänden ist, muss man nur sich selbst Rechenschaft ablegen. So. Ja. Also, nö. Und hier doch auch. Warum denn? Gut, hast ihn, du hast ja gesagt, hier arbeiten an einem Produkt 10, 12 ja, Leute. Ja, klar, wir müssen ja auf keiner persönlichen Art und Weise irgendwie Rechenschaft führen. Und irgendwann denken wir, okay, alles klar, dann geht mal getrennte Wege. Letzten Endes ist es die gleiche Arbeitsweise. Wozu willst du dich selber einfach mental kaputt machen, nur weil du bei Universal oder bei einem Sony oder bei einem Warner bist? Na ja, klar. Bleib einfach du selbst. Und du brauchst auch nicht plötzlich nachzudenken, ey, das und das und das kann ich plötzlich nicht mehr sagen, weil ich bei einem riesen Unternehmen stehe. Das ist ja eh immer der große Fehler, denn wenn die Majors, früher war das so, heute ist das vielleicht nicht mehr so. Früher haben die gesagt, zum Beispiel hätten die einen Haft gesigned und hätten dann eine halbe Stunde erstmal mit ihm geredet, Bro, hör auf das zu sagen. Nein, das hängt von dem Künstler. Kann's nicht mehr sagen. Ja, der Künstler muss sagen, nee, mach ich ja nicht. Richtig. Weil das macht den Künstler kaputt. Und das Ding ist, Universal, besonders Daniel Lieberberg und Neffi, wollten ja Aykut so haben, wollten ihn ja unbedingt haben, weil er so ist, so wie er ist. Ne? Und die haben auch gesagt, wir wollen nicht mal ansatzweise, wir wollen, dass du deinen Weg gehst, so wie du es für richtig hältst. Ja, also, aber da, besonders aber, inhaltlich und auch musikalisch. So. Ja, aber auf jeden Fall, aber ich sag dir was, ich kenne dich ja jetzt auch schon länger, du hast ja mit vielen Künstlern gearbeitet, Mann, du hast von Bushido bis Farid Bang, du hast alles gemacht. Ja. Auch immer so, mal Phasen, aber ich sag dir was, so Leute wie du haben auch gefehlt, aus der Szene Manager, Manager aus der Szene kommen. Früher die Manager, die ich hier getroffen habe, wenn wir Interviews gemacht haben, Digga, da habe ich gedacht... Muss ich den Fufi jetzt geben? Nein, aber du weißt schon, was ich meine. Achso, ja. Die haben hier NBA gemacht, NBA oder was. Ja. Dann kamen die Anzug-Johnnies und die hatten voll die Distanz zu den Rapper. Ja. Fanden den vielleicht cool und so, aber die hatten Distanz, haben den gar nicht verstanden und so. Ja. Er sagt, ich rap jetzt so und so, dann hätte der vielleicht gesagt, ja, weiß nicht, kriegen wir nicht bei 1 Live rein. Hm. So. So wie du schutzmäßig meinst. Ja, oder? Ich weiß nicht, ich kenne den jetzt nicht, aber ja. Ich weiß jetzt nicht, wer das ist. Ach, das ist der Kerl, der damals massiv reingeholt hat für 200.000. Vorschuss und Platz. Ja, aber weißt du, was ich meine? Es war ein Manager am Start, die konnten das Paket nicht so fühlen. Deswegen hat Agro ja so einen Erfolg gehabt, weil das waren wieder Jungs, was das sehen. Ja, das stimmt. Weil alle anderen Mann, die hatten noch keine Ahnung. Und Bushido, als er zu Universal kam, der war schon, das war schon, er war schon Bushido. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, wenn er vorher gekommen wäre, wäre das vielleicht nicht so geworden. Weißt du, was ich meine? Ja, Maulkorb, hör zu, du musst so sagen und so. Ja, das ist es ja, der war ja schon jemand. Ja, sag ich das. Genau. Der war schon jemand. Der ist bei Haft ja auch so. Genau. Und da muss man Akku auf jeden Fall so Speicherspekte halten. Ja, auch gerade Spekte. Respekt zollen, die haben schon auf jeden Fall Pioniersarbeit geleistet. Ja, genau. Ist halt im Endeffekt. Ja, Mann, Alter. Das, was ich krass fand, der Sigi meinte auch auf diesen neuen Echo-Song. Ja. Du siehst das Ghetto 2, ne? Teil 2. Ja, ja, ja. Sagt er so, Speicher. Der hat mich gerettet, der ist der für dich so, auch. Ja, ja, ja. Fand ich krass von sie. Aber also, ich weiß nicht, wie er es meint. Meint er so ein bisschen ironisch? Könnte er fast ein bisschen sein, weil überleg mal. Weil du aber wieder, im Endeffekt ist es ja, ja so. Der Speicher, egal was Leute irgendwie sagen, ja, speichert viel gemacht. Ja, nur im Endeffekt, weißt du? Ist, ich habe vorhin zu Erfan gesagt, wo du kurz auf Klo warst, habe ich gesagt, dass ich denke, dass Haft, und das denke ich ja seit einigen Jahren, das denkt mir jeder, der in der Szene nicht beobachtet, ich denke, dass du bist nicht der nächste Bushido oder so, weil viele sagen immer, oh, der nächste. Ich denke, du bist schon der next big thing, so, aber vielleicht könnte das eine Stufe höher gehen, vielleicht, was heißt höher jetzt, nicht im Bushido klein zu machen, aber er hat ja etwas geschaffen, das ist ja krass. Aber dass du was ganz Neues machst, eine next Ebene, so, was Rap angeht, so Hype ist da ohne Ende. Alben lieferst du ab, die Technik ist ohne Ende, jeder respektiert das. Keiner kann mehr sagen, ja, ich meine, keiner kann mehr sagen, das ist nichts, weißt du, da kann jetzt keiner mehr vorbeigucken. Ich glaube, das kann, was heißt, ich glaube, das ist ja jetzt schon bereit, denn das nächste Ding so. Ja, ich bin gespannt. Lass mal, ich bin gespannt, Alter. Lass mal gucken, was auf uns zukommt, ne?
Ja, mal sehen, wie ihr das macht. Dafür brauchst du auf jeden Fall noch ein paar Jahre. Das wird nicht morgen kommen, das wird auch mit diesem Abend noch nicht so. Mhm. Also egal, wie viel du jetzt machst, das nächste Ding so. Aber ich sehe das schon. Ich hätte das nicht bei jedem gesagt, ohne Scheiß. Also nicht, wenn nur das hier zusammengekommen ist. Ist so. Was sagst du? Nee, du verstehst das ja, du bist ja auch selber irgendwo Musiker. Soll ich dir den Fuffi jetzt geben? Na, aber ist das so? Nein, ich hab Spaß. Wusstest du, dass der Ibiza überall und unterwegs ist? Ich hab ja schon mit seinen Jungs in Frankfurt, ihr Cello und so und Abdi, auch mit Wasted, auch ein Homie von mir aus alten Tagen, auch über Ibiza und so geredet. Ihr wart ja da zufällig, zufällig auch noch bei meinen Homies habt ihr da gefeiert und Spaß gehabt. Und genau da bin ich immer und lege da immer in den Clubs auf. Nächstes Mal ruft ihr mich an. Ne? Schmeißt doch irgendwas. Nee, gar nichts. Keine Nur mehr mal. Dosen weg, aber weil da gibt es keinen Dosenpfand. Keine ich nehme ja keine Drogen, oder? Ernsthaft? Gar nichts. Willst du nicht einmal, wenn du so den Eimer einmal an? Ich nehme nicht. So, auch bis nichts passiert. Ja, also, ich nehme ja überhaupt nichts. Ich rauche auch nicht, trinke auch keinen Alkohol, wisst ihr. Echt? Dann willst du es so? Rufst du? Keine Ahnung, ich gehe immer sehr spät hin, lege auf und gehe auf früh. Ich bin kein After-Hour-Typ. Ja, das ist schon so. Das ist schon anstrengend. Ich bin einfach Musiker, ich bin kein Party-Typ. Wenn ich nicht auflegen müsste. Fix hin und fix direkt wieder raus. Genau. Dieses Jahr habe ich auch ein paar Wochen da verbracht, einfach um Sommer zu haben. Ja. Aber ich habe da gearbeitet, ich habe was losgesendet von da, ich habe Interviews von da. Ja, genau, habe ich gesehen. Ich mache halt, ich bin nicht der Party-Typ, ich gehe nicht feiern gerne, mäßig so. Aber ich bin DJ, ich will auflegen. Cool. So, ich bin nicht so. Ganz selten mal mache ich das. Ich weiß, die Leute denken so, ich bin ausgeflippter Typ, da mache ich alles. Nee, das ist von Natur aus. Ja, ich bin Obelix. Und bei dir so? Was? Ja. Nix. Nee, gleich was. Ihr seid ja auch total. Gar nichts. Ihr seid ja auch total. Ja, man hat gar keine Zeit für sowas. Ja, ich weiß. Weil gerade jetzt, wenn man einen anfängt, irgendwas zu machen, dann verliert man sich komplett. Man gerade so jetzt eigentlich. Das ist das Ding. Am Ende des Tages, wir werden auch immer alle älter. So, wir müssen gesund sein. Ist ja so im Endeffekt, weil morgens kannst du nicht aufstehen. Du musst arbeiten. Und sonst, wenn du Gas gibst, dann gehst du irgendwann kaputt dran. So. Und das ist es. Zum Beispiel habe ich letztens dieses Ding geguckt, diesen Dokumentarfilm über Rolling Stones. Ja. Hast du es gesehen? Nein. Boah, boah, vier Stunden ging das. Die haben ja alles durchgemacht. Ja, haben alles genommen. Die haben auch Hero gespielt. Die haben die Schnuppen, die auf die Bühne gehen. Und dann, damit die runterkommen, haben sich Hero gegeben. Gibt dir den Film. Das 40 Jahre durchgezogen. Krass, so lange. Der man Keith denkt das nicht, dass so lange überlebt, Digga. Keith Richards, ich weiß, Alter, der Gitarrist, der ist so verrückt, ist der. Der wurde doch mit 300 Gramm Heroin, wurde in Kanada festgenommen. 300 Gramm Heroin. Durch, Digga. Schon eine Menge Holz, ne? Überleg mal, Alter, wie viel Drogen du nehmen kannst. 40 Jahre lang so. Krass. Darfst du ja, ey, Jugendliche, wenn ihr zu. Das macht, probiert's gar nicht aus. Krass, Mann, Alter. Also, eine Sache will ich noch sagen. Dein Bruder, was macht er? Der macht gerade sein Album. Ja. Ich wollte nur sagen, dein Video, dieses Saudi Arabian Money Rich, ist auch vom Style schon her so. Da hätte man sich auch den Capo drin vorstellen können. So, was vom Style. Ihr geht echt diesen. So sagen New Style so vielleicht, aber cool, dass ihr nicht diesen alten Ghetto-Film weiterfährt. Aber das haben diese auch, weißt du? Ja, Kanake SL. Ja, meine ich ja, aber, ja nein, du sagst, es ist ausgedrückt. Aber es muss ja einer kommen, der was Besseres macht. Weil es gab ja auch Street-Rapper, die mal versucht haben hier und da, aber das ist dann in die Hose gegangen. Ja, aber guck, wir haben nichts inszeniert bei der ganzen Geschichte, das war uns wichtig. Außer den Krokodil, den habt ihr inszeniert. Ja, gut, das war Lacoste, da muss man irgendwas. Wie bei Saudi, so alles inszeniert. Nein, Moment. Ich rede jetzt von dem Trailer und so, 1999. Von New und so. Genau. Ja. Also ich chill immer in der Metzgerei und. Ja. Ja, er nennt auch. Das ist auch nicht inszeniert. Ich bin einfach so der Butcher. Nein. Er nennt auch jeden Tag Hurensohn. Aber das ist ja schon fast wahr, oder? Was? Ja, aber weißt du, was ich krass finde? Was? Du bist immer gut drauf, wenn man dich trifft, hast du immer alte Hurensohn. Aber weder in Interviews noch in Raps hast du schon mal einen Namen von Rapper genannt. Ich finde gut, dass du irgendwie auch, obwohl du viel gestichelt wirst, klar, man, du bist am Start. Jeder, der am Start ist, bei dem es rollt, wird gedisst und bla. Aber du nennst keine Namen, lässt dich das kalt? Ich warte nur auf den Tag, an dem man sich sieht und die Hände schüttelt. Also du willst das nicht in deinen Texten? Außer diese Leute gehen natürlich zu weit und da muss man auf jeden Fall... Na gut, im Moment, ich denke, ist alles noch im Rahmen. Ja. Aber ja, ich finde das krass, weil gerade du hast so viele Jahre... Das, zum Beispiel, ein Farid ist immer am Dissen, das kennt man von ihm. Ein Bushido, wenn der auspackt, dann ist auch immer Namen und so. Bei den Großen hat man das Gefühl, ist das immer so. Vielleicht war das bei Sido nicht ganz so, weiß ich jetzt gar nicht. Aber bei dir,
Nö, gerade nicht. Kein Bock, irgendwelche Rapper zu erwähnen. Bei mir läuft. Wir sind kein Fame-Game. Also, solange es mit der Musik klappt und ich keine Namen zu erwähnen brauche, ist doch alles in Ordnung. Wenn ich mit der Musik überzeugen kann, aber wenn der Tag kommt, wo ich Bock drauf kriege, ja, warum denn nicht, ne? Oder? Was sagt Manager? Was sagt Erfan, der auch namentlich bei dir im Track erwähnt wird, ne? Mhm. Also, Leute, wenn ihr nicht wisst, wer das ist er. Erfan Mr. B. B. Die nennen ihn in Hamburg Mr. B. Er findet dich, macht dich groß. Bei deinem Signing 90%. Zack, er ist wieder weg bei jemand anderem. Was? Lass mal nochmal den Vertrag lesen. Wie habt ihr euch gefunden? Ja, schon sehr lange. Damals, glaube ich. Ihr habt eine Tour gemacht. Nee. Ich glaube, das hat bei Dings angefangen. Das hat damals bei Generation Kanak von Manuel. Stimmt. Stimmt, du hast ja was mit Manu gemacht, du hast ja mit den Robotern überhaupt die gemacht. Erinnere ich mich. Ja, du hast ja auch. Was hast du gemacht? Ich weiß ja, ob alles offiziell ist, aber ich weiß, dass du maßgeblich entscheidend dafür warst, dass zum Beispiel Casey zu Banger gegangen ist. So. Da warst du involviert. Ich weiß es nicht. Ich habe das gehört. Musst du die mal fragen. Du hast sogar. Du hast sogar eine Zeit lang Bushido gemacht. Ne? Zu der Zeit, wo er mit diesen Französen Videos gemacht hat. Da warst du am Start. Also dieses Berlin's Most Wanted und dann das nächste Album. Habe ich versucht. Digga, der war so überall, Mann, Alter. Shit. Ja, läuft bei dir. Guck mal, das ist Money. Saudi-Arabi Bauchrich. Guck mal. Das ist hier. Du sagst gar nichts mehr. Nö, ich komme zu, ihr seid alte Freunde. Ich lasse es mal über. Eigentlich die Dadas Connection, wie die Babajans. Eigentlich wollte ich mit Haft labern, jetzt laber ich mit einem alten Kollegen. Ich euch alle. Ich glaube, mit Tomino war es genau, ne? Nein, ich liebe den Jungen, der ist geil. Weißt du, wie ich ihn kennengelernt habe? Irgendwo ein Auftritt in Essen. Und dann hat irgendein DJ gefehlt oder so. Und dann meinte wir müssen den Sinans Bruder holen. So. Und ich komme ihm so entgegen, so, will mich gerade so bei ihm bedanken, so, dass er da hinkommt, er geht einfach an mir vorbei. Im Ernst? Ja, ich schätze. Du hast komplett. 17, 18 Uhr, du hast gerade aufgewacht oder so. Die haben mich angerufen, Ron DJ. Ich war am Pennen, ich habe irgendwo Techno aufgelegt, bis in die Nacht, die rufen an. Ron Hip-Hop DJ, ich leg ja schon seit Jahren kein Hip-Hop mehr auf. So. Ich so, ja, ich komme, aber ich brauche ein bisschen wach werden, so, weißt du? Ich so, ja, komm jetzt und so. Ich so, ja, Mann, Alter. Und fahr da hin und dann kommt er, ja, Bro, und ich weiß gar nicht, wer das ist, aber ich erinnere mich nicht mehr, dass ich nicht Hallo gesagt habe. Ich sage immer jedem Hallo. Doch, du bist dann zurückgekommen und dachte, ja, stimmt. Okay. Ja, genau. Ich erstmal vorbei. Ja. Ach, super, ja. Ach, du kennst das hin, dann geht's immer gut. Ja. Aber weißt du, was verrückt ist? Ja. Du hast einen Hamburger gemanagt, Faison. Mhm. Der hat ein Video gemacht, der macht seine Videos gemacht bei Kim. Kennst du den? Ja, Kim Frank. Ja. Und wiederum Kim Frank, ein guter Freund von einem guten Freund von mir, Lena Steg, falls du die noch kennst. Das ist voll die Verkettung, Alter. Bro, du bist überall. Das ist ein richtiger Scheinmacher. Ja, richtiger überall, Bro. Du bist Diesel. Gib mir mal ein paar Zeichen, wie ich durch Frankfurt komme. Digga, lass mich in Ruhe mit deinen Zeichen, Alter. Ja, du machst doch immer so, erklär mir das jetzt. Jetzt haben wir ihn vor Kamera, jetzt musst du das erklären. Was heißt das? Was? Das hier, was ich hier gemacht habe. Ich hab Spaß gemacht. Das mach ich immer noch. Sechs. Offenbach. Ja. Okay. Wirklich, ist so. Ich mach Spaß. Und jeder kleine Kitty in Offenbach macht den hier. Ja? So. Wir waren letztes Mal hier. Du hast Offenbach auf jeden Fall auf die Karte gebracht. Das haben schon Leute vor mir gemacht. Aber krass, du hast Offenbach echt auf die Karte gebracht. Ja. Ja, eigentlich müsste der Bürgermeister anrufen und sagen, hier, schreib mal. Ich war doch schon auf diese Zeitschrift dann, diese Stadtzeitschrift. Echt jetzt? Ja. Was haben die gesagt, Offenbachs bekanntester Bürger? Der früher Koks verkauft hat. Du hast uns früher Steuerhinterlassung, also ich muss keine Steuern zahlen. Ja, das ist gut, das ist sehr nett von dir. Wer ist denn Offenbachs berühmtester Bürger außer dir? Ist auch Offenbach? Rudi Völler. Rudi Völler, aber der ist auch aus Offenbach, das wusste ich nicht. Rudi Völler, ja. Ich habe sogar ein Bild mit Rudi Völler, Alter. Jetzt in der letzten Zeit oder schon früher? Nein, früher. Ich habe früher bei Kickers gespielt. Die Kickers kenne ich noch, RTL 2. Ich war Torwart, nicht diese Kickers. Ich war bei Kickers Offenbach Torwart, früher Torhüter, 7 Jahre lang. Und da habe ich ein Foto gemacht mit Rudi Völler. Nein, so, der ist gekommen, so hat gesagt, ey, die Jugend von Offenbach und so, geht mal. Ey, schade, das müssen wir eigentlich mal schicken. Geht mal kein Haschisch rauchen und so, geht mal lieber Torwart machen und so. Dann ist er gekommen, haben wir ein Bild gemacht zusammen. Korrekte Basis. Automaten, unsere Automaten. Und die Ferne macht auch so auf dem Bild. Ja.
Und dann so, mach mal jetzt so. Ja. Aber von der Größe her könntest du echt einen guten Torwart abgeben. Ach, Digga, lass mal, ja. Bist nicht so Fußballer? Nee. So, also, wenn ich jetzt gefragt, was gestern los war, Galatasaray, Dortmund. Nee, gar nicht. Fußball oder was? Ja, seid ihr nicht so. Lass mal, ja. Was ist denn bei euch? Außer Basketball. Basketball? Ja, ich bin auch ein großer NBA-Fan. Was hast du in Chicago gemacht? Ich bin jetzt, guck ich nicht mehr so viel. Das viel auch. Nee, ich krieg halt nicht mehr so viel mit, bin viel zu tun. Ja, aber ich war früher und so über die National. Aber die Finals, die letzten, habe ich alle komplett geguckt. In Ibiza, jede Nacht raus. Hast du gestern in Chicago gesehen, Spiel? Gestern in New York. Naja, wenn ich nicht. Die haben doch gar nicht gespielt. Ja, ich guck nicht. Ich schau nicht. Du verarschst mich, Alter. Ey, Bruder, ey, mach nicht so mit mir. Ich bin auch einer von euch. Ich kenne nur, was kennst du, Simpsons, eine Folge, Homer, sein Keller, ne, kommt Wasser zu viel, er weiß nicht, was er machen soll. Er ruft so Baumeistertyp an, der kommt so und der macht so voll den großen Kurs, ne. 600 das, also der Homer so, fuck. Auf einmal macht er so einen Handstand, also, aber wiggle, 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 wiggle. Und der Typ so, ah, wiggle, wiggle, wiggle. Ja, dann nur 20 Euro so, oder 20 Dollar so. Voll gut, Alter. Läuft bei euch. Okay, danke für eure Zeit. Danke, dass ihr mit mir ein bisschen rumgeblödelt habt. Ich sag mal so, ihr habt genug Getränke hier am Start. Ich würde mich freuen, wenn ich öfter kommen kann, weil, Bruder, wir haben nicht. Ich bin auch in Frankfurt, du kannst mich auch mal in Frankfurt besuchen. Grüß dein Bruder auf jeden Fall herzlich von mir. Ich wünsche ihm sehr viel Erfolg für sein Album. Wann kommt denn sein Album? Boah, Alter, frag mich. 23. Ich schwöre, 23.1. oder 22.1. Synergy Album. Ja, irgendwie am 3. Woche Januar, glaube ich. 3. Freitag Woche Januar. Wünsche dir Erfolg von mir. Sorry, Bro, ich weiß es. Ich. Wie ist die Single wenigstens? Gute Arsch, dieser ist Club-Ding. Ich spiele das in Clubs, auf jeden Fall alles cool. Ja. Richtig. Wünsche ihm viel Erfolg. Auf jeden Fall, danke. Ich wollte ja nach Frankfurt kommen, dann hat er Effenson abgesagt. Ja, Mann. Ich musste ein Video drehen. Also, ja. Deswegen bin ich hergekommen. Machen wir aber nächstes Mal. Ja, ich komme gerne nach Frankfurt. Ich wollte eigentlich gerne machen bei euch, wie ihr lebt, wie dein neues Studio ist und so. Machen wir nächstes Mal. Aber ja, machen wir auf jeden Fall. Danke auf jeden Fall. Danke. Merci, aber. Freunde, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hier mit mir und Kraft und Erfan ein bisschen plaudern, ein bisschen quasseln. Ihr müsst mir, eure Meinung ist gefragt, natürlich, ich will das natürlich wissen, ja. Ihr müsst mir sagen, wie findet ihr Kraft an sich? Wie findet ihr seinen Hype? Wird er dem Hype gerecht werden? Werdet ihr euch russisch Roulette sozusagen reinziehen, auf Lunge ziehen? Werdet ihr euch das kaufen? Habt ihr schon mal Kraft gekauft? Ist das so ein Ding für euch, ja? Das alles müsst ihr mal bitte in die Kommentare schreiben. Und jetzt kommt natürlich das, worauf alle warten, worauf ihr Nasen wartet. Ich weiß ja, es gibt was umsonst, direkt ausrasten. Freunde, ihr könnt natürlich einen Teil gewinnen aus dem Chabos Shop. Egal was, haben die Jungs gesagt. 3 Leute von euch können gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, ihr müsst original jetzt, nach diesem Video, geht ihr auf meinen Facebook-Channel. Da habe ich ein Video gemacht. Das Video teilen. Alle, die geteilt haben, unter all diesen Leuten werde ich in den nächsten Tagen, ich sag mal genau, bis zur nächsten Was-Los-Folge. In der nächsten Was-Los-Folge verrate ich dann die Namen der Gewinner, okay? Bis zur nächsten Was-Los-Folge werde ich mit 3 Leute aussuchen. Die werde ich den Aslak-Team weitergeben und dann könnt ihr aus dem Chabot-Shop euch was aussuchen. Freunde, Release-Party von Kraft, russisch Roulette, ist am 29.11. in der Tube Station. In Berlin. Natürlich werden ein paar besondere Gäste dabei sein, kann man sich ja schon überlegen. Halb Rap Deutschland wird wahrscheinlich da sein. Und ich werde wahrscheinlich auch da sein. Yeah! Zum Schluss möchte ich noch sagen, danke fürs Einschalten. Ich liebe euch, dass ihr jede Woche einschaltet. Das ist natürlich Love. Abonniert uns hier bei hiphop.de, der YouTube-Channel, der immer größer wird. Der wird unfassbar groß wie T-Rex. Abonniert mich bei Facebook, Rusli bei Facebook, Rusli bei Twitter, Rusli bei Instagram. Und ja, Love halt, ne? Wenn ihr das seht, dann ist schon Mittwoch. Ich werde jetzt ist Dienstag, wo ich das aufnehme, zu Kool Savas nach Düsseldorf fahren, Mediamarkt, und bei seiner Autogrammstunde ihn mal so ein bisschen abchecken, fotografieren, interviewen, keine Ahnung, mal gucken. Vielleicht chillen wir auch nur auf eine Shisha. Okay, Freunde, überdimensional, bis später.